Nachdem es gestern zum Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen im Wedau-Stadion kam, wollen wir in diesem Video einmal mehr auf die Geschehnisse aus den Kurven blicken. Nachdem es bereits Wochen vor dem Spiel von beiden Seiten provokante Graffitis und Tags am Stadion des Gegenüber gab, sollte der ganz große Knall im Voraus der Partie jedoch ausbleiben. Die Szene der Westtribüne Essen rief in der Vorwoche das Motto "Alle in Schwarz" aus und hatte zudem rote Schlauchschals für den Fall der Fälle mit im Gepäck. Nachdem die RWE-Fans zunächst via Schiene nach Duisburg fuhren, kam es dort zu kurzzeitigen Tumulten am Hauptbahnhof, wonach auch einzelne Polizisten mit Knüppeln eingriffen. Nachdem die Essener mit Bussen zum Stadion eskortiert wurden, flackten dort alle nennenswerten Gruppen im Oberrang des Gästebereiches an. Einzelne Dortmunder und Kölner Freunde auf Seiten der RWE-Fans sind hierbei als Unterstützung zu erwähnen. Auf Heimseiten hing der Ultras Mainz Überhänger über der Zaunfahne der Kohorte. Die Duisburger Szene leitete das Spiel mit einer großen Choreografie unter dem Motto "Mein Herz schlägt für dich Spielverein" ein. Dabei wurden im Unterrang blau-weiße Fähnchen verteilt, welche von einem ausgeschnittenen Blockfahnenelement mit einem symbolischen Herz in den Händen in der Mitte vervollständigt wurde. Anscheinend hatte die Szene von RWE im Voraus des Spiels bereits Wind von der Choreo bekommen, weshalb auf Essener Seite bereits vor der Duisburger Aktion ein Spruchband mit der Aufschrift "Euer Herz wird heute gebrochen sein, wir scheißen auf den Spielverein" erschien. Damit spielten die Essener auf den Choreografiespruch der Heimseite an. Auch im weiteren Spielverlauf zeigten sich die Gruppen aus Essen äußerst mitteilungsbedürftig. Mit einem PGDU, wo Hunde für Tiere sammeln Plakat spielte Essen auf die Brautgeneration Duisburg an, die vor kurzem einen Spendenaufruf für Tiere startete. Ein weiteres Transparent der Ruhut-Fans spielte auf den eingestellten Support der Duisburger Szene beim vergangenen Spiel gegen Arminia Bielefeld aufgrund von einer schwachen Mannschaftsleistung an. Oberunterabstiegsrang, in Duisburg ziehen Fans und Mannschaft stets an einem Strang, war auf der Tapete im Gästeblock zu lesen. Auch auf dem Rasen hatte RWE das Glück auf seiner Seite und konnte in der Nachspielzeit zum 2:1-Siegtreffer ausholen, wonach auf Gästeseite ein Auswärtssieg-Banner erschien. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.